Chili TV, das Internet-TV für Künstler, Kunst und Musik. Chili TV. Hallo miteinander, willkommen bei Chili TV. Heute eben mit den versprochenen Gästen. Die Väter sind heute bei mir im Studio. Und ich habe natürlich eine riesen Freude, dass die da sind. Yeah. Und da müssen wir gar nicht lange rundherum machen, oder? Hallo miteinander. Oh, so lässig sind ihr da. Also ja, wirklich ein riesen Applaus. Und ja, ich würde sagen, ich übergebe euch da gerade. Ich weiss nicht, wer da will anfangen mit euren Storys. Yeah. Ja, lässig können wir jetzt endlich da raufkommen, gell, nach langer Zeit warten. Wirklich lässig, Chili TV, Künstler, Kunst, Musiker werden vorgestellt. Und die Väter mehr als alte Kumpane, die immer ein bisschen musizieren miteinander. Ja, Zeit, dass wir da sind. Was meinst du noch, Alex? Genial. Ja, was kann man dazu sagen? Also die Väter sind ja eigentlich, wo die entstanden sind, sind alle von uns Väter gewesen und alle geschieden. Genau. Also wir sind eigentlich eine Zusammengruppierung von einer Randgruppe. Ja, verschiedene Väter. Welcome in the club, wieder, hey. Ich ja auch. Wieder, und sind wieder mal in der Welt gewesen und dann wieder mal draußen und dann wieder mal rein. Ja. Ja, auf jeden Fall danke vielmals, dass wir dürfen kommen. Wir machen jetzt die 5 Jahre, 30 Jahre lang Musik miteinander. Wir sind so unterwegs, dass der Alex hauptsächlich textet. Ich bin verantwortlich für Gitarre, Begleitgitarre. Andy macht Trompete und Solis. Und so sind wir miteinander immer wieder, kommen wir immer wieder auf gute Vibes und man könnte auch immer wieder Stimmung machen. Wir machen hauptsächlich Unplugged natürlich Musik. Das heisst, wir sind ein bisschen angewiesen, auch wenn wir mal neben spielen oder so, dass das Publikum dann da auch direkt eins zu eins wirklich näher mitbekommt. Und das ist jetzt in der Corona-Zeit einfach wirklich nicht mehr gegeben, oder, dass man Unplugged spielt. Also man braucht da die Bühnendistanz und so. Das ist weniger unser Ding, gell? Ja, eben. Also, ich glaube, Corona hat den meisten Musikern, wie nicht allen, einen rechten Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und zwar auch in der Rechnung im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Es sind viele, die wirklich riesige Probleme haben, auch existenziell. Und ja, es ist einfach schon eine schwierige Sache. Ja, jetzt noch etwas anderes. Du bist ja auch kein waschechter Schweizer, wenn ich auch nicht. Und vielleicht magst du über das noch kurz etwas sagen. Ja, gut. Also wir haben ein Lied, das heisst «Über Klinge springen». Und dann haben wir da die Textzeile drin, das Panzer fahren, geniessen. Oder? Also vom Bundeshaus geht riesig, Lederichte schiessen und das Panzer fahren, geniessen. Und das ist halt, das hat auch ein bisschen mit mir zu tun, weil dort mal, wo die Russen im 68 auf Prag reingefahren sind, mit ihren Panzern. Die Panzer haben sich da irgendwie haben aufs Museum geschossen mit, und ich weiß auch nicht. Ja. Prager Frühling, hat Prager Frühling, genau. Hat man dann gesagt, oder? Ja, und dann sind wir natürlich subito von einer befreundeten Schweizer Familie sofort eingeladen worden, dass man eigentlich dort den Koffer packen und ich war dort mal 2 Jahre gewesen, und so sind wir dann in die Schweiz gekommen. Da sind wir und die ganze Familie natürlich auch dankbar. Seitdem habe ich mein Leben da in der Schweiz verbracht Primarlehrer. Als Primarlehrer. Ja, ich habe natürlich auch Kinderliedli geschrieben für Kinder in dieser ganzen Unterrichtszeit bis jetzt. Und genau, darum. Auch immer inspiriert vom Andy und immer auch inspiriert vom Alex, wo Songs entstanden. Ja, wirklich super. Ja. Ich habe auch gehört eben von deinen Kinderliederprojekten und so. Und da habe ich jetzt leider kein Material da, aber wegen dem Prager Frühling. Frühling, du hast gesagt, über Klingen springen. Das haben wir ja da im Studio aufgenommen. Und ich würde sagen, den zeigen wir doch gerade mal das Video über Klingen springen. Ja? Ah, okay, da gibt's ein Video. Also viel Vergnügen, die Väter über Klinge springen.
Kerl auf den Knie, weiss nicht wieso, hätte schon jemanden müssen über die Klinge springen. Blonde Schnitte mit dem 150er und den Händen der Tite steuern den Kerl auf die andere Seite. Leider ist schon rot gewesen und schon ist der Kerl tot gewesen. Ja, leider ist schon rot gewesen. Der Heinz hat in seinem Hosensack eine Handgranate, Doppelpack. Ja, wunderbar. He? Hat schon jemand müssen über die Klinge springen von den Vätern. Mir gefällt es einfach hammermäßig. Und sie sind natürlich da gewesen, nicht nur zum Interview gehen. Nein, sie haben natürlich auch einen Haufen aufgenommen. Sie sind gerade angekommen und gesagt, jetzt nehmen wir noch ein paar Lieder auf. Und das hat mir natürlich mega gefallen. Und ich würde euch gerade so eine Aufnahme hier laufen lassen. Und die heisst Daniela von Die Väter. Daniela, kann nicht mehr go schaffen. Nein, 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 Daniela, kann nicht mehr go schaffen. Nein, nein, go schaffen, has ich nicht mehr, nie mehr. Go schaffen, has ich nicht mehr, wegen Schnee. Zucker, Zucker und Kaffee, und ein Schöckeli dazu. Zucker, Zucker und Kaffee. Kaffee am Nachmittag, Schnee.
weiß genau, ja daheim bleibe das kommt. Schön. Daniela von den Vätern haben es direkt hier live aufgenommen. Und ja, wir haben natürlich auch Interview geführt. Und da kommt der zweite Teil des Interviews mit den Vätern. Jetzt, Jan, du bist ja eben in Tschech. Und ich habe da in meiner Bibliothek oder in meinen Aufnahmen von früher, wo ihr einmal bei mir im Studio waren, ganz schöne Sachen gefunden. Unter anderem hast du da ein tschechisches Lied gesungen. Und ich habe das Gefühl, ich würde da gerne mal etwas zum Besten geben, nämlich eben das Lied. Wir haben es hier als Arbeitsname der Tschech gesagt. Oder? Und lassen wir doch einmal rein in Tschech. Třeba žňurý seděl dále, věděl, že tam není stále, podle sebe se tam pozvěli a potřeboval dále, že tam není ani stále. Že tam není dále podle sebe ví. A ještě si tam neuvěří malý, že to podle sebe nepochopí, že tam není vlk. A vlk tamhle se čeká na kárku. Kabáteček a vlk tam na ní čeká na kárkulkový kabátek. Asgórna, Asgórna, Asgórna znavaží. Asgórna, Asgórna, Asgórna znavaží. Věděli, že tam podle vodky mohli si to jít. A se tam to pozvěřili, že to budou pít. Až se si tam pověřili, že to budou pít. Ja, und weiter geht es also so im Text. Und es ist ein ganz schönes tschechisches Lied, so richtig typische Polka. Und gefällt mir auch sehr gut. Und ja, dann haben sie natürlich noch weitere Aufnahmen gemacht bei mir. Oder? Sie haben sich richtig Mühe gegeben und es war harte Arbeit gewesen. Und dabei ist jetzt auch noch der nächste Video rausgekommen, nämlich «Hab dich gesehen, wunderschön» von «Die Väter». Bitte. Dich gesehen, konnte ich nie verstehen, hab dich gesehen und weggeschaut und weggeschaut.
kann ich dich verstehen. Ich beginne dich mit eigenen Augen zu sehen. Ich spüre, mit uns kann's weitergehen. Ich spüre, ich kann in eine gute Zukunft sehen. Sie tot geglaubt, hab mich um meine Gefühle beraubt, hab mir geklaut, was ja so wichtig wär, das mit der Haut kommt nicht von ungefähr. Thank you.
schaffbar. Keine Hände werden geklaut. So eine Haut, die aufbaut. Ja, wunderschön, hab dich gesehen von den Vätern. Sie haben sich richtig Mühe gegeben und das ist natürlich alles live jetzt hier im Studio aufgenommen worden heute. Und ist also wirklich druckfrisch, spielfrisch, wie immer man dem auch soll sagen. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen im Interview. Ja, schaut da. Es ist also wirklich super schön und vor allem sehr variantenreich, was ihr da bietet. Und was soll ich sagen? Es hat natürlich noch einen Haufen mehr Audiosachen, aber ich habe da jetzt zum Beispiel auch noch etwas anderes, nämlich den Gaukler. Ich weiss nicht, ob euch da noch etwas sagt. Ja, kannst du etwas über das Lied sagen, den Gaukler? Ja. Magst du dich da noch erinnern? Das ist natürlich lang her. Ja, gut. Also noch nicht so schnell. Also, ich bin ja jetzt seit 50 Jahren eingebürgert. Also, ich bin ja Schweizer, ich bin ja kein Tschech mehr. Ja. In dem Sinne, ich habe natürlich tschechische Wurzeln. Meine Eltern reden immer noch Tschechisch. Und das sind so die Überbleibsel zu dem Lied von vorher, wo in meiner tschechischen Sprache jetzt noch übrig geblieben ist. Gell? Das ist mal noch eine Ergänzung zu vorher. Jetzt aber zum Lied «Der Gaukler». Da ist einfach, da habe ich in der Schule mit dem Kind ein mittelalterliches Thema behandelt und habe dann müssen irgendwie erklären, ja, was ist denn ein Minnesänger? Was macht ein Minnesänger? Wie tönt ein Minnesänger? Also habe ich eigentlich dann auch zu dem Minnesang auch ein eigenes Lied geschrieben, wo dem Minnesang am nächsten kommt. Also ich habe dann andere Beispiele natürlich auch noch gezeigt, aber selber haben wir dann auch gerade selber ein Lied gelernt und zwar ein selbstgeschriebenes, ja. Genau. Ja, super. Ja, ich glaube, wir hören da gerade mal rein in Gaukler. Also, die Väter mit Gaukler. Er will nur der Schmieser, der Spielmann von Weitem, sei es ihm an, den mag auch er nicht leiden. Deidaldi, deidaldi, dadaldi, dadaldi, dadaldom. Deidaldi, deidaldi, dadaldi, dadaldom. Deidaldi, deidaldi, dadaldi, dadaldi, dadaldom. Hey! Deidaldi, deidaldi, dadaldi, dadaldom. Doch Elmar so tapfer und mutig wie keiner, schritt mit erhobenem Haupte daher. Herr Wilbur, der Schmied, wusste in keiner Weise, wie mächtig der Gaukler wirklich war. Deidaldi, deidalda, dadlidl, deidom. Deidaldi, deidalda, dadlidl, deidom. Deidaldi, deidalda, dadlidl, deidom. Deidaldi, deidalda, dadlidl, deidom. Er verzauberte das ganze Dorf in Glück und Fried und Freude. Die Leute nicht wussten, was ihnen geschah, doch genossen sie diesen Zauber. Deidaldi, deidalda, dadlidl, dadlidom. Deidaldi, deidalda, dadlidl, dadlidom. Hey! Deidaldi, deidalda, dadlidl, dadlidom. Deidaldi, deidalda, dadlidl, dadlidom.
dachten sie weiter in dieser Weise. Elmar nahm sich Schmidts Tochter zur Frau. Sie zeugten Kinder und schickten sie aus, der Menschheit zu zeigen, was glückselig heißt. Wenn heut du die Kinder des Gauklers triffst, erkennst du sie an dem Zauber der Augen. Denk an die Wahrheit dieser Geschichte und lass den Zauber nicht weichen. Ja, dai-diddle-daddle-dai-diddle-daddle-daddle-daddle-daddle-dum. Ich finde es einfach fantastisch, so viele verschiedene Lieder, die einfach alle ganz speziell sind. Und einem aber trotzdem mit ihren Text wirklich ja, ansprechen. Ich kann es nicht anders sagen. Man ist einfach interessiert. Man muss einfach herschauen und herhören. Und ich finde es einfach ganz fantastisch, ja, was die Väter da anbringen. Und ja, natürlich haben sie noch mehr aufgenommen bei mir. Auch heute. Und das ist auch wirklich gerade frisch gebacken. Und schaut doch selber rein, im nächsten Video. Wolke. Wunderschön, die Wolke.
einfach auch wieder eine Ballade, wieder etwas ganz anderes und mir gefällt einfach wahnsinnig gut. Und ich will da nicht lange labern, sondern wir machen gerade mit dem nächsten Tröschli vom Interview mit dir. Also, hört und schaut. Also, was soll ich sagen? Ich bin völlig geblättet. Oder? Ich habe eine riesen Freude gehabt, als ich die Aufnahmen gefunden habe, weil das sind ja das ist Jahre her, oder? Und der Alex, habe ich mir sagen lassen, du hast die Tiefgarage geschrieben, ist das richtig? Hast du den Text zur Tiefgarage geschrieben, gell? Und da habe ich eben auch von der Tiefgarage, habe ich da auch in den alten Aufnahmen eine Aufnahme entdeckt und die ist also wirklich auch absolut hörenswert. Ich weiss nicht, willst du noch etwas sagen dazu? Nein. Da braucht er kein Wort, der Lied. Braucht er kein Wort? Nein. Meinst du, können wir da einfach wortlos dazu schalten? Wortlos übergehen. Tiefgarage von den Vätern. Viel Spass. Die Autoschlüssel klimpert und die Haustür knallt. Du fährst mit dem Lift in die Tiefgarage. Jetzt fährst du mit dem Auto von Tiefgarage zu Tiefgarage. Die Schuss und nimmst den Lift. Bist fertig mit dem Posten, nimmst den Lift zu deinem Auto, steigst in und fährst wieder heim. Von Tiefgarage zu Tiefgarage und dann mit dem Lift. Die Haustür knallt nur zweimal an den Tag. Von Tiefgarage zu Tiefgarage. Zeit ist Geld und Geld ist wichtig. Von Tiefgarage zu Tiefgarage. Wer keins hat, der lebt nicht richtig. Von Tiefgarage zu Tiefgarage. Zeit ist Geld und Geld ist wichtig. Von Tiefgarage zu Tiefgarage. Wer keins hat, der lebt nicht richtig. Thank you.
und so geht das weiter. Und auch das natürlich ein absoluter Renner, finde ich, die Tiefgarage. Es hat so einen tiefen Sinn, das Lied von Tiefgarage. Und einfach der Hammer. Und ja, dann haben sie noch mehr aufgenommen, nämlich ein Lieblingslied von mir, der Pinguin. Also viel Spass mit dem Pinguin. Von und mit und zu Alex, Jan und natürlich auch der Andy Breuss. Und der Andy Breuss ist ja der Trompetler. Und ja, wie bist denn du zum Trompetler gekommen, sag mal? Ja, das sag nicht, Cyril, ja. Ja, gell, du kennst mich ja noch als Posaunist und ja, Posaune ist so, gefällt mir so, das ist das lässigste Instrument. Aber wenn ich es einmal so habe, dann irgendwie geht es mal irgendwie entschieden, dass ich nicht mehr so gut üben mit dem und dann weiche ich manchmal aus auf ein anderes Instrument. Dann habe ich den Tenorsax, weißt du, den ich vom Peter mal gekauft habe, wieder auspacken kann und dann dort wieder geübt. Jetzt ist da auch wieder die Klappe, wieder müsste ich wieder reparieren. Die Trompete habe ich geschenkt bekommen vor 3 Jahren oder so. Und ich habe als Kind natürlich schon Trompete gespielt. Und jetzt ist noch lässig, ist klein, weißt du, Pocket-Trompete kannst du mitnehmen überall und ja, hast kein großes Geschlepp. Und jetzt habe ich angefangen da mit der Trompete, ja, der Tier wieder, ist schon auf Tonleitern und so, der ist von früher irgendwie noch so halb drin gewesen und der kommt schon wieder, musst du üben, ist halt bei den Blasinstrumenten. Ja, auf jeden Fall. Hörst du einmal schon Ansatz etc. aber macht Spass so und darum auch mit dem Damper so auf Miles Davis-Style und ja. Yeah. Ja, mit dem, für den Dämpfer sind wir in Prag 3 Stunden rumgelaufen, yeah, die wir yeah, yeah. 3 verschiedene U-Bahnen, 7 Trams, yeah, irgendwie so. Gell? Genau, und mit dem Alex bin ich noch in den Shop dort. Genau. Wir haben dann später abgemacht.
Aber gleich relativ teuer gewesen, muss ich sagen, gleich 80 Euro. Ich denke, dort sei es viel billiger, oder in Prag, oder? Und sonst ist alles billiger, aber der Dämpfer, halt der Manhattan-Dämpfer, irgendwie New York, Amerika. Ja. Aber cool. Aber ja, er tönt nicht so gut wie der, den Miles hat. Ja gut, dann würde ich sagen, tun wir doch mal deine Trompetenkünste mal ein bisschen begutachten. Und ich habe da ein Video von euch gemacht, und zwar in den Weihern oben. Da habt ihr richtig Stimmung gemacht, und das Ganze heisst wunderschön, und dort trällert ihr auch wirklich wunderschön, und darum also viel Spass mit dem Video in den Weihern. Wunderschön von den Fans. Ja, also einfach herrlich, oder? Und wir geniessen das einmal sehr in den Weihern. Ich bin ja auch etwa die dort oben. Und ich muss einfach sagen, es ist fantastisch, was die Jungs da bringen. Und sie haben natürlich selbstverständlich noch mehr Sachen bei mir aufgenommen. Unter anderem, es ist ein bisschen kürzeres Lied, aber trotzdem sehr eingängig. Und da hat der Jan extra noch seine Quetschkommode dafür mitgenommen. Also viel Spass mit den Vätern und den Räubern. Es wollte ein Mann nach seiner Heimat reisen. Er sehnte sich nach seinem Weib und Kind. Da musste er den dunklen Wald durchschreiten, als plötzlich ihn
ein Räuber überfiel, da musste er den dunklen Wald durchschreiten, als plötzlich ihn ein Räuber überfiel. Gib her dein Geld und deine werten Sachen, gib her dein Geld und alles, was du hast, sonst muss ich dich mit meinem Dolch erstechen. So wahr ich hier als Räuber vor dir steh, sonst muss ich dich mit meinem Dolch erstechen. So wahr ich hier als Räuber vor dir steh. Ich hab kein Geld und keine werten Sachen, ja, dieses Bild ist alles, was ich hab. Es ist das Bild von meiner seligen Mutter, das sie mir gab als letzten Abschiedsgruß. Es ist das Bild von meiner seligen Mutter, das sie mir gab als letzten Abschiedsgruß. Da fiel der Räuber vor dem Manne nieder. Verzeih, verzeih, dass ich dein Bruder bin. 12 Jahre sind's, seit wir einander sahen, und jetzt muss ich als Räuber vor dir stehen. Ja, der Räuber vor die Väter. Ja, einfach der Hammer, oder? Und so geht es jetzt gerade noch einmal weiter. Und zwar mit dem Röstkartoffelfisch. Auch natürlich von den Vätern in den drei Weihern. Viel Spaß! Jetzt läuft's! Drachi, Drachi, Feuerflamme. Upski, Upski in der Pfanne. Brutzelt jetzt ein Röstkartoffelfisch. Bram, bada, Drachi, Drachi, Feuerflamme. Rupski, Bupski in der Pfanne. Brutzelt jetzt ein Röstkartoffelfisch. Adrian hält sich die Ohren zu. Er denkt, bitte lass mich in Ruhe. Dieser schreckliche Drachenmusik. Bram, bram, bram. Ich sitze auf dem Küchentisch. Um den Küchentisch rennt ein Tintenfisch. Hoffentlich frisst er den Röstkartoffelfisch nicht. Hoffentlich frisst er den Röstkartoffelfisch nicht. Drachi, Drachi, Feuerflamme. Rupski, Bupski in der Pfanne. Brutzelt jetzt ein Röstkartoffelfisch. Drachi, Drachi, Feuerflamme. Rutzki, Wutzki in der Pfanne. Brutzelt jetzt ein Röstkartoffelfisch. Ich sitze auf dem Küchentisch und den Küchentisch. Kartoffelfisch nicht. Soll ich sagen, der Röstkartoffelfisch, absolut der Hammer.
auch von den Vätern. Und ja, was soll man da sagen? Wir kommen bald zum Ende der Sendung. Und ja, schauen, was da noch passiert ist. Ja, wunderbar, wunderschön im ersten Sinne des Wortes. Sowohl der Song wie auch die beiden Jungs. Und die Leute haben aber einen riesen Applaus, wenn da die Väter kommen und einem zum Besten gehen. Und ich würde sagen, damit sind wir eigentlich schon fast am Schluss von dem Interview. Also ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich, dass ihr da zu mir gekommen seid und da euch ja auch sehr viel Arbeit gemacht habt, um da die Aufnahmen zu machen etc. Und ja, hoffentlich bis bald mal und hoffentlich kann man auch wieder mal live auftreten, sodass man euch dann auch mal live kann sehen kann. Und damit würde ich mich eigentlich verabschieden. Und eben nochmal vielen, vielen Dank und einen schönen Abend miteinander. Yeah. Ciao zusammen. Yeah, bye bye. Ciao, ja, also wir haben es wirklich lässige gehabt. Und ich hoffe, euch hat die Sendung mit den Vätern gefallen. Und ich hoffe, ihr schaut wieder mal zu. Die nächste Sendung wird mit dem Bobby Mohr sein. Er ist Musiker und Kunstmaler. Ich habe hier auch schon eine Vorschau auf Chili TV am Laufen. Und da bleibt mir nur noch eins, euch einen schönen Abend zu wünschen und viel Glück und bleibt vor allem gesund und munter. Und in dem Fall, tschüss vom Chili TV. Chili TV, das Internet-TV für Künstler, Kunst und Musik. Chili TV.